1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor und wie so oft geht es im heutigen Why Is It Cool wieder um eine der Fraktionen bei 40k. Und ich setze meine Serie zu den Tyranniden fort, nachdem wir uns in den letzten Videos ein bisschen stärker mit bestimmten allgemeinen Aspekten der Tyranniden beschäftigt haben, gucke ich mir heute mal, oder beziehungsweise nicht nur heute, sondern in einigen der nächsten Videos, genauer an, wie läuft so eine Tyranniden-Invasion eigentlich ab? Welchen Stufenplan gibt es bei den Tyranniden? Wie läuft das ab? Und welche Möglichkeiten haben eventuell Verteidiger auch, diesen Vormarsch zu bremsen oder gar aufzuhalten? Die erste Stufe für Tyranniden, wenn sie ein neues Sternsystem oder einen neuen Planeten überfallen, ist die Aufklärung. Das ist üblicherweise weit bevor die Tyranniden-Flotten das Sternsystem eigentlich erreichen, der Fall. Es gibt nämlich sogenannte Vanguard-Drohnenschiffe. Das bedeutet Schiffe, die nicht mit der eigentlichen Schwarmflotte reisen, sondern so unabhängige Scout-Schiffe, Aufklärungsschiffe sind. Es wird nicht genau erklärt, wie die es schaffen, jetzt irgendwie schneller als die Restflotte zu reisen und warum die Restflotte nicht genau dasselbe Antriebstempo nutzt wie diese Scout-Schiffe, aber das nehmen wir erstmal an der Stelle einfach so hin. An Bord dieser Vanguard-Drohnenschiffe befinden sich üblicherweise entweder Lektoren oder Genestealer und alle drei, also sowohl die Schiffe als auch diese beiden Kriegerformen, teilen sich zwei sehr, sehr wichtige Charakteristika, die sie auch ein Stück von den normalen Tyranniden-Kreaturen abheben. Nämlich einerseits Tarnung und unauffälliges Vorgehen und andererseits Unabhängigkeit. Tarnung ist für die Tyranniden ja im Normalfall, gerade wenn sie den Planeten angreifen, nicht das große Thema. Als Aufklärungskreaturen, als Kundschafter, als vorgeschobene Einheiten sind sie aber natürlich als Lektoren oder Genestealer nicht in der Lage, sich auf großer Fläche mit Verteidigern anzulegen. Das sorgt dafür, dass diese Aufklärungskreaturen im Normalfall versuchen, unabhängig und sehr, sehr unauffällig vorzugehen, eben keine wichtigen Persönlichkeiten schon frühzeitig aus dem Spiel zu nehmen, um eben keine Aufmerksamkeit zu erwecken, sondern wir gucken uns erstmal an Lektoren, die im weitesten Sinne erstmal wirklich klassisch nur Informationen sammeln, indem sie die Atmosphäre analysieren, die Biomasse des Planeten analysieren, indem sie auch wirklich einzelne Kreaturen, die den Planeten bewohnen, überfallen und praktisch Hirnmasse und ähnliches vertilgen und versuchen aus diesen Informationen Daten über den Planeten und auch eventuell über die Verteidiger zu sammeln, um dann diese Daten, sobald sich ein Synapsenknoten nah genug befindet, und das ist im Normalfall erst dann der Fall, wenn die Schwarmflotte wirklich eintrifft, diese Daten zu übermitteln, sodass die Kriegerkreaturen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt des Angriffs abgesetzt werden, besser auf die Gegebenheiten dieses Planeten vorbereitet sind. Das bedeutet, wenn man jetzt sagt, man hat eine Dschungelwelt mit einem sehr, sehr hohen Toxinanteil in Pflanzen oder in Flora und Fauna, dann werden diese Informationen übermittelt und dann werden diese neu geschaffenen Kriegerkreaturen für die Invasion auch genetisch darauf angepasst, eine höhere Toxinresistenz zu haben. Als Beispiel. Die Genestealer sind, glaube ich, etwas, das kennen die meisten 40k-Spieler. Das sind diejenigen, die auch mit ihren Kulten Planeten komplett infiltrieren und die Bevölkerung, ja, man könnte sagen, umdrehen. Also sie auf die Richtung drehen, dass sie den Angriff der Tyranniden unterstützen, einfach weil sie genetisch manipuliert sind und praktisch Tyranniden-Genmaterial in ihrer DNA aufweisen. Genestealer sind, glaube ich, nochmal Stoff für ein komplett eigenes Video, um sich anzugucken, wie die funktionieren. Das Interessante an denen an dieser Stelle ist allerdings, die kommen nicht nur mit diesen Vanguard-Drohnenschiffen, sondern die kommen teilweise auch einfach auf Space Hulks oder versteckt in irgendwelchen anderen Warp-Reise-tauglichen Raumschiffen. Keiner weiß so genau, wo das seinen Anfang genommen hat. Es ist aber relativ klar, wenn auf einem Planeten, der schon von Genestealern befallen ist und wo der Befall entdeckt wird und bekämpft, wenn nur ein einziger Genestealer entkommt, geht der Zyklus auf einem anderen Planeten von vorne los. Also man muss die
komplett erwischen, komplett ausrotten. Da sind wir jetzt auch schon an der Stelle, wo man sagt, okay, das ist eine Möglichkeit, diesen Vormarsch der Tyranidenflotten ein bisschen zu bremsen, individuell pro Planet, indem nämlich im Idealfall, wenn man die Vanguard-Drohnenschiffe rechtzeitig entdeckt, dafür gesorgt wird, dass die A, die mitgebrachten Lektoren und Genestealer gar nicht erst absetzen können und B, dass sie nicht in der Lage sind, das System zu verlassen, um entweder einen weiteren Planeten auszukundschaften oder eventuell zur Schwarmflotte zurückzukehren, um schon erste Informationen zu liefern. Das bedeutet, das ist ein bisschen das Verhindern von Nachrichtendienstinformationen im weitesten Sinne, ist da die Gegenmaßnahme, die man aufgreifen kann. Wer sich ein bisschen mit Lektoren beschäftigt hat, weiß aber, Lektoren in Gelände zu erwischen, egal welche Art Gelände, ist schwierig aufgrund dieser Tarneigenschaften, die sie haben. Genestealer sind ebenfalls sehr, sehr subtil, beziehungsweise wenn man sie mal findet, heißt das nicht, dass man sie auch ausgeschaltet bekommt. Das bedeutet, das ist immer ein sehr, sehr hohes Risiko, diese Vorhutkreaturen zu stoppen. Der zweite Punkt, den ich ja gerade schon angesprochen habe, ist dieses unabhängige Vorgehen. Die meisten Tyranniden-Kreaturen sind ja völlig vom Synapsennetzwerk abhängig und können auch nur dann koordiniert vorgehen, wenn sie in die Synapsenstruktur eingebunden sind. Die ganzen Schwärme können de facto komplett gar nicht unabhängig arbeiten, die verfallen sofort in Instinktverhalten. Lektoren und Genestealer, genauso wie die Drohnenschiffe der Vanguard-Klasse, sind in der Lage, unabhängig zu arbeiten. Die haben einen deutlich höheren Intelligenzgrad, als die meisten Tyranniden-Kreaturen das haben. Und sie sind in der Lage, selber bestimmte Bewertungen vorzunehmen. Das bedeutet Gefahreneinschätzungen, Auswerten auch von Umgebungsdaten und eben auch gerade bei den Genestealern diesen Aufbau eines genetisch miteinander verknüpften Kultes, der in die Millionen Mitglieder gehen kann, wenn sie lange genug Ruhe haben, um das Ganze auszubauen. All diese Elemente bereiten einen Planeten praktisch für die Invasion durch Tyranniden vor, noch lange bevor die Tyranniden selber als Flotte überhaupt in Reichweite sind. Das bedeutet an vielen Stellen, dass Planeten die Gefahr noch gar nicht kommen sehen, weil der Schatten im Warp noch gar nicht nah genug dran ist, dass sie ihn wahrnehmen können, dass Astropaten und Psioniker irgendwie anfangen, Schwierigkeiten zu kriegen. Das Verschwinden von Einzelpersonen wird als normale, nennen wir es mal, Verbrauchsrate auf den meisten Planeten eingestuft. Und dieses sich im Endeffekt in Gesellschaftsstrukturen hineinarbeiten, wie praktisch ja, Würmer, die sich durch die Erde wühlen und ihren Platz darin haben, was die Symbiontenkult, also die Genestealer-Cults machen. All das ist eigentlich etwas, was die Tyranniden zu einem Zeitpunkt schon gefährlich macht, zu dem andere Fraktionen im 40k-Setting noch gar nicht relevant wären. Das Chaos, ja, auch die gründen entsprechend Kulte, aber ein Angriff auf eine Welt durch das Chaos ist meistens sehr, sehr offensiv. Über Orks brauchen wir gar nicht erst diskutieren. Die Tau sieht man im Endeffekt auch kommen. Klar, die versuchen Welten auch umzudrehen, aber die versuchen das auf dem diplomatischen Wege. Das bedeutet, die gehen nicht in diesem Maße verstohlen vor. Und das Imperium kennt jetzt jenseits der Assassinentempel den Begriff subtil auch eher nicht. All diese Faktoren sind sozusagen Stufe 1 einer Tyranniden-Invasion, die Aufklärung eines neuen Planeten, um dann in der nächsten Phase, nämlich die sogenannte Infektionsphase, den Planeten wirklich aktiv angehen zu können. Das ist dann etwas, wo die Tyranniden-Flotte das System bereits erreicht hat. Aber was da dann genau abläuft und welche Effekte dann so frühzeitig auch schon greifen, das schauen wir uns in einem getrennten Video an. Da nehme ich mich auch wieder ein bisschen mehr Zeit für. Für heute soll es das an der Stelle gewesen sein. Meine Frage jetzt an euch, also erstens, fehlen euch jetzt für diese Stufe der Invasion noch Informationen? Sagt ihr, da müsste eigentlich mehr da sein, da gibt es mehr, Gregor, da hast du was übersehen. Habt ihr selber praktisch Spieltische gebaut, die ja eine Tyranniden-Invasion abbilden? Das bedeutet Sporentürme und so diese veränderte Flora und Fauna.
Wenn ja, wären natürlich Bilder bei uns im Community-Tab total gut oder halt bei uns im Discord. Aber an der Stelle von meiner Seite erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.